Und zwar gucken wir uns heute mal die GOAT Mini an. Ich hatte euch ja schon die große Golden Goat vorgestellt und die gibt es jetzt eben noch in klein. Und wenn es eine Sache gab, die ich an der Golden Goat noch geiler finden würde, wäre, wenn es die in kleiner gibt. Weil wir hatten ja schon das Review von der großen und die war ja sehr cool. Also GOAT hat ja normal oft so große Vierschlauchpfeifen und dann kam eine gesteckte Einschlauchpfeife mit einem coolen Blow-Off, mit einem Sleeve-System und mit einer cool geformten Steckbowl raus. Und da gibt es jetzt eben noch diese Variante hiervon. Und die gucken wir uns da heute mal an. Als erstes haben wir oben den Teller. Nee. Ah, schade. Fast. Oben schön entgratet. Unten hätte noch ein kleines bisschen geiler sein können. Als ich ihn in die Hand genommen habe, wollte ich schon sagen, endlich haben wir einen Teller, der komplett entgratet ist. Er ist nicht ganz entgratet, aber er ist viel besser als jetzt zum Beispiel bei der X-Hooker Morph und sowas. Das ist magisch. So, Schlauch. Was haben wir denn hier so? Ihr seht viel mehr als ich. Wir haben einen kleinen Schliffanschluss. Wir haben ein Golden Goat Mundstück. Greatest of all time. Ist ganz cool. Kennt man ja schon vielleicht von Stimulation hier mit diesem Cut. Aber mit der kleinen Verzierung hier ist auf jeden Fall ein schönes Mundstück. Ist eine Edelstahlpfeife. Kostet im Set mit ebenfalls goldenem Kamin. Goldene Goat Zange. Goldene Schlauchfeder und ein goldenes Einlegesieb. Und eine schwarze. Oh, das sieht sogar nach einer Kautschukdichtung aus. Dann könnte man die sogar benutzen. Ein Standard Steinkopf so. Aber gut. Kann man nichts sagen. Für ein Standardset ist das vollkommen in Ordnung. Und besser als bei den meisten 160-Euro-Pfeifen an Standardkopf. Und dann haben wir hier einen goldenen Kopfadapter. Hier haben wir, ja, das ist doch für oben ans Tauchrohr wahrscheinlich. Das ist die innenliegende Rauchsäule, weil wir haben ja ein Sleeve-System. Hier ist das Sleeve. So sieht das aus. Bauen wir auch gleich alles zusammen. Aber jetzt kommen wir zu einem der größten Vorteile meiner Meinung nach für 160 Euro, weil wir haben hier direkt eine Bowl mit Cuts dabei. Und das bei einer 160-Euro-Pfeife finde ich schon wirklich geil. Ist die Standard-Bowl? Das ist die Standard-Bowl. Weißt du, was das Komplettset kostet? 160. Verdammt, ist nice. Nice, oder? Ist echt gut. Also ich finde, also man merkt einen Unterschied zu Caesar. Safe, 100%. Also aber auch von den Cuts her, weißt du, was ich meine? Ja, schon. Aber für 160 Euro? Eine Standard-Bowl ist total. Finde ich auch. Die Base war bei der anderen auch Gold. Die ist aber jetzt schwarz. Finde ich eigentlich ganz nice. Die andere war halt aus Edelstahl und die ist jetzt aus Pom. Also da wurde wohl ein bisschen Geld eingespart. Vom Design her finde ich das aber eigentlich sehr nice, weil ja dann hier auch noch so das schwarze Sleeve drauf sitzt. Also ich finde, von der Optik her ist das schon ein sehr geiler Kompromiss. Also kompakt, aber süß. Was doof ist, du hast unten nur das kleine Loch im Diffusor. Dieses Loch hier, dadurch, dass da nur ein kleines ist, kann dafür sorgen, dass wenn man groben Tabak raucht, der sich hier zusetzt und euer Durchzug schlechter wird. Deswegen sind Diffusoren besser, wenn sie unten komplett auf sind. Dann fliegt euch der Tabak zwar in die Bowl, aber dafür bleibt euer Durchzug gleich gut. Aber abgesehen davon, für 160 Euro Verarbeitung, Gewinde, die Bowl. Du hast ein Komplettset mit Schlauch, Kopf, Kamin, Aufsatz, Zange und. Finde ich schon krass. Wir haben unsere durchgespülte Golden Goat, auf die wir jetzt unser Köpfchen packen und dann nur noch kurz auf die Kohle warten und dann können wir reinstarten mit dem Gerät. Also ich muss echt sagen, ne, für mich schon mal die coolste Pfeife, die GOAT bis jetzt gemacht hat. Und dann für 160 Euro im Komplettset mit dieser Bowl. Die Bowl ist für mich der Gamechanger an diesem Set, weil die ist schon wirklich extrem geil. Ist die mir eine besser verarbeitet beim Sleeve, sprich nicht mehr so scharfkantig? Tatsache, ja. Viel, viel besser. Also ich bleib dabei. Für mich die beste, also ich meine, man muss sie ja auch nochmal rauchen, ne, so ist nicht. Aber so von der Verarbeitung, von der Optik her, für mich bis jetzt die beste Goat-Pfeife. Okay, machen wir erst die Negativpunkte. Was finde ich an der Pfeife nicht cool? Ich finde ein klein bisschen nicht cool, dass man das Tauchrohr direkt in die Pom-Base schraubt. Pom ist halt nicht so widerstandsfähig wie Edelstahl und es wäre cooler, wenn das Gewinde auch in ein Metallgewinde geht und eben nicht in ein Plastikgewinde. Abgesehen davon finde ich geil, dass das Sleeve jetzt entgratet wurde. Das war bei der alten nicht so. Ich finde sie schön. Ich finde es geil, dass es eine kleine Steckpfeife ist. Das mag ich halt einfach am liebsten und deswegen finde ich das auch am geilsten. Was mich am meisten beeindruckt und ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ist der Fakt, dass du für 160 Euro ein Komplettset an Pfeife mit Schlauch, Mundstück, Feder, goldenem Einlegesieb, Kopfdichtung, Kopf, Kaminaufsatz in Gold und goldene Zange bekommst. Also es ist alles mit dabei. Es ist eben ein Komplettset. Und das für 160 Euro in der Kombination damit, dass eben schon so eine ultra geile kleine Steckbowl dabei ist, finde ich es fast unschlagbar. Also ich finde, die Steckbowl ist nicht bedeutend weit hinter Caesar. Man merkt, dass es nicht ganz auf dem Level von Caesar ist. Aber dafür, dass das Komplettset so viel kostet wie eine Caesar Bowl, ist es schon krass. Wir machen noch den Durchzug. Ich nehme nochmal einen kompletten Zug.
Also, er ist nicht ultra krass. Ich würde ihm auf einer Skala von 0 bis 10 so eine 7,5 geben. Wäre aber im Umkehrschluss auch genau das, was ich von einer Russian-Style kleinen Pfeife erwarten würde. Anzug ist geil. Durchzug könnte besser sein, könnte schlechter sein. Finde ich aber für das, was es ist, absolut in Ordnung. So, Blow-Off. Er kommt nämlich hier aus dem Sleeve. Und sieht schon auch sehr geil aus. Man hat ja jetzt nicht irgendwie hier so eine Verwirbelung durch diese Dinger. Es ist praktisch so ein bisschen wie dieser klassische Aeon Blow, dass es eben von der Base zum Teller geht. Speaking of Teller, den finde ich von der Größe her nahezu perfekt. Der ist noch etwas kleiner als der Teller von der Breeze 2. Finde ich sehr nice. Hier nochmal der Vergleich. Das hier ist die alte Golden Goat. Das war die große. Die Sleeve Cutouts waren ein bisschen anders geformt und auch schlechter verarbeitet, meiner Meinung nach. Dafür hatten wir hier noch eine komplette Edelstahl-Base, die eben auch gold gefärbt wurde. Bei der kleinen haben wir eine Pom-Base. Von der Form her sehr cool. An sich ist Edelstahl natürlich ein bisschen hochwertiger, stört mich jetzt aber nicht. Es gibt ja einige kleine Pfeifen, die mit einer Pom-Base kommen. Und ich finde es nice. Das mit dem Schliff funktioniert auch sehr gut. Die große ist so groß wie die kleine mit einem großen Kopf drauf. Hier seht ihr so, ne? 159,90 kostet das Ding. Kann man bei goathooker.de kaufen. Vielleicht gibt es die auch irgendwann noch in Partnershops, die auch den Rabattcode SWG10 haben. So sieht das Ganze nochmal aus von den Produktbildern hier. Also gibt es auch in Silber. Muss aber sagen, finde ich Gold schon deutlich cooler. Für einen Zehner, die Beschichtung dabei, ist auch wirklich fair. Hier sieht man nochmal die kleine Bowl. Und wir können ja nochmal gucken, ob es im Shop auch diese Bowl einzeln gibt. Aber die gibt es noch nicht. Also die hier sind für die großen Goats. Und das hier ist praktisch die Bowl, die bei der großen GOAT dabei war. Für 80 Euro auch sehr nice. Ich muss aber sagen, dass diese Bowl, die hier dabei ist, bei dem 160 Euro Set qualitativ nochmal viel, viel besser war, als die, die hier bei The Goat Bowl am Start ist. Erster Eindruck von dem Ding, super geil. Also ist wirklich eine der cooleren kleinen Steckpfeifen, die ich in letzter Zeit ausgepackt habe. Und für mich der absolute neue Favorit, wenn es um GOAT-Pfeifen geht. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, auch mit in meiner Empfehlungsliste für Pfeifen unter 200 Euro mit dabei. Also erster Eindruck, wirklich sehr nice. Nein!